So, da habt ihr ja jetzt auch gesehen, was euch oder was auch mich hier in diesem Let's Play erwartet. Ich bin Pascal und ich werde dieses Mal Let's Play Dead Space für euch spielen. Und ich habe direkt heute mal in der ersten Folge den Shia dabei, der auch bei GamerMeet tätig ist. Und ja, der stellt sich jetzt mal selber vor. Ja, genau. Ja, ihr kennt mich ja auch aus GamerMeet, aus zum Beispiel Bioshock, Diablo 2 oder Diablo 3. Welches übrigens nicht aus Versehen, Moment, machen wir noch nicht am besten. Welches ich übrigens nicht durchgespielt habe, aber egal. Jetzt werde ich mal Pascal Seelenkämpfer dastehen. Und ja, dann fangen wir einfach mal an auf Mitte. Ja, also der Shia, der weiß ziemlich viel über dieses Spiel, weil das ist eins seiner Lieblingsspiele und ich habe das auch schon ziemlich oft durchgespielt, deshalb, ja. Genau, wir werden hier also vom Wissen her keinerlei Probleme haben, denke ich. Wie da auch gerade stand übrigens auf dem Bildschirm, steht da ja, auf welchem Raumschiff wir uns jetzt befinden momentan, das ist die SC Kellion, das ist unser Raumschiff, mit dem wir überhaupt erst anfangen, aber es wird jetzt erklärt. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Beeindruckend. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kellion in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Handy? Was? Handy? Wie? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Die sind im Weltall. Automatisches Andockmanöver. Ich weiß. Ich glaube nicht, dass die da Empfang haben für ihr Handy. Ach so, so das meinst du. Wir sind auf dem Kurs, wir haben in die Hölle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Taktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Thank you.
Und da ist es schon passiert. Was? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Ja, hier sehen wir den jungen Mann Isaac Clarke. Ja, genau. Und bevor du jetzt anfängst zu spielen, habe ich eine Bitte. Was ich nämlich auch öfters mal bei Spielen vergesse, und zwar bei den Einstellungen. Ja, Moment. Diese Hilfeleiste da nervt dann immer, mach mal eh. Und zwar, warte, ganz kurz bei den Einstellungen. Das ist der Escape, ne? Genau, den Audio-Sound müssen wir mal ganz kurz... außer die Sprachlautstärke sollte nix auf ganz voll sein, weil das später ganz schön nervt. Musik machen wir mal so. Effekte können wir auch ruhig so machen. Und Untertitel. Ja, die Leute gucken ja eigentlich zu. Also hören ja auch zu, denke ich mal. Oder sollen wir die Untertitel zur Sicherheit doch anmachen? Ja, okay. Kannst du ruhig sprechen. Gut, dann machen wir die mal an. Okay. Und das Problem haben wir übrigens gelöst. Bei der letzten Bioshock-Aufnahme, wo Pascal ja da bei mir mitgemacht hat, hatten wir leider nur ein Mikro, das wodurch ich gerade spreche. Aber jetzt haben wir zwei Mikros. Oh. Und ja, jetzt könnt ihr uns beide hören. Redet da gerade jemand? Ja, da ist gerade nur diese automatische Computerstimme der Ishimura. Achso. Ah, wenn. Das habe ich noch nie bemerkt. Wenn Cutscenes kommen, ja, dann mach mal so irgendwie ein Handzeichen, damit ich klappe, also okay? Ja, also Isaac Clarke ist ja ein Weltraumingenieur oder wie man das auch immer nennt und deshalb eigentlich keinerlei Kampferfahrungen oder etwas in der Art. Genau. Und da vorne ist auch schon die erste Speicherstation, die wir jetzt noch benutzen können. Moment, wir können mal näher rangehen. Okay, oder auch nicht? Naja, das brauchen wir jetzt ja noch nicht. Geht ja auch noch gar nicht. Ja, stimmt, Standby. Also ich finde, diese Welt von Dead Space sieht einfach nur brillant aus. Ja, ich finde auch, also sollen wir jetzt gerade dazwischen reden, aber ihr könnt ja unten auch noch lesen. Oder sollen wir mal kurz ruhig sein? Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Ja, wir sind mal ganz kurz ruhig, damit ihr hört. Sie nach, was sie finden kann. Kendra, sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Sollte man da sauber machen, ne? Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was denkt der Typ sich eigentlich gerade, wenn er überall Blut auf dem Boden sieht? Oh. Na gut, wollen wir uns mal ein bisschen um die Story hier kümmern. Ja, ist gut. So, also... Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Machen Sie das Ding alle! Okay, jetzt geht's wohl los. Haben wir schon mal die Monster hier in Dead Space kennengelernt? Die Necromorphs, also das ist so der Überbegriff. Gibt natürlich noch verschiedene Arten, aber ich habe mich vor dieser Szene mal relativ gefürchtet, weil, naja, das ist total unlogisch, dass die Monster einfach abhauen, sobald man im Aufzug ist, aber naja. Ja, genau. Naja, oh Gott. Ah, der Aufzug wollte ihn wohl nicht mal mitnehmen. Ja. Da ist der Kopf von ihm übrigens, rechts neben dir.
Den, oh ja, das ist ja... Leistet ihr da ein bisschen das Gesetz? Ist ja, das ist wunderbar. Der sollte zum Zahnarzt gehen. Ja, ja. Naja, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Alkohol. Man sieht übrigens das Gesicht von Isaac so gut wie gar nicht im Spiel, außer am Ende und am Anfang, was wir jetzt leider vergessen haben, mal zu zeigen. Man kann es nämlich nur am Anfang sehen, wenn man mal ganz kurz die Kamera dreht, aber naja, jetzt geht's nicht mehr. Ein Plasma-Cutter. Die erste Waffe hier im Spiel und ganz persönlich auch meine absolute Lieblingswaffe das ganze Spiel über. Okay, hier wird ganz kurz erklärt, wie man angreift. Genau, habe ich ein Medipack gefunden und ein paar Credits. Credits sind die Währung hier im Spiel, die man eigentlich nur in diesen Online-Shops oder ohne Menschen-Shops. Plasma-Energie sind für den Plasma-Cutter. Der Modus ist eigentlich mein Lieblingsmodus. Ja, ganz ehrlich, der ist der beste. Ja. Okay, wie man sieht, ist die Tür verschlossen. Und diese Energiezufuhrleitung da ist mit der verbunden und wenn man sie durchschießt, Pascal, kann man die Tür öffnen. Ganz genau. Und nachladen kann man übrigens hier in Dead Space nur beim Zielen. Ich neige manchmal zu Übertreibungen, weil ich mir nie sicher bin, ob die Viecher auch tot sind oder nicht, obwohl sie das in Dead Space 1 öfters sind. Ja. Ich verstehe gar nicht, wieso er tot ist. Der hat nur einen Arm weniger. Ach, zeig mal mit den Armen. Ich sehe das gar nicht irgendwie so richtig, wenn ich ehrlich bin. Ach, das sieht ja komisch aus. Ja, komm, wir treten hier noch ein bisschen was ab. Komm. Ja, wieso eigentlich nicht, ne? Ich find's gut, dass Dead Space so schön uncut ist. Finde ich auch gut. Da ist er. Ich find's schade, dass wir noch keinen Stace haben. Aber ich will jetzt. Stell dir mal vor, ich will jetzt mal nicht spoilern. Wie dieser 1-Tonnen-Anzug da mit seinem Stiefel auf dich stampft. Nee, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, du. So, immer zielen, bevor man um Ecken geht. Ja, das... Geh mal links die Ecke, bitte, gleich. Ganz kurz. Und wenn man nichts lernt in Dead Space, aber zielen, wenn man durch Türen lernt, geht. Guck mal bitte nach vorne, genau. Oh, das hätte mir Angst gemacht. Warum hat nicht? Weil ich das Spiel schon kenne. Achso, ich würde mal gern... Ach übrigens, könnten manchmal ein paar Störgeräusche kommen. Die liegen an meinem Mikrofon, das hat einen Wackelkontakt und deswegen also... Habt Erbarmen! Ja, und ich lasse euch jetzt mal das Audio-Log vorspielen. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Okay, das war ja ein relativ kurzes Audiolog. Die werden wir im ganzen Spiel über immer mal wieder verteilt finden und ich bin jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger. Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Okay, klare Anweisung vom... Ich nenne ihn mal Boss. Und wie ich auch gerade gesagt habe, um zu helfen, Nicole zu finden. Nicole ist die Frau von Isaac, die hier auch auf dem Schiff übrigens gearbeitet hat. Die hat man ganz am Anfang im Video. Ja. Das war die übrigens, also ich weiß nicht, ob die sich vorgestellt hat, wo Isaac sich das Video angeguckt hat, wo die, wie heißt sie da jetzt nochmal, Kendra gesagt hat, du guckst jetzt echt immer an. Das war jedenfalls die Frau. Ja, ich werde jetzt mal ganz kurz speichern, weil ich will mir das persönlich nicht antun, den Spielstand zu verlieren. Genau, hier macht man ein schönes Foto. Genau, wieso auch nicht, ne? Annehmen und klick, klick. So. So, das ist doch schön gewesen. Gehen wir mal weiter ein Stück. So.
Also, ich gehe ganz gerne mal in den Weg, wo es nicht weitergeht, weil ich will euch ja möglichst viel vom Spiel zeigen und ja. Das, was Pascal übrigens gerade gemacht hat, mach das mal nochmal, den Weg weisen. Das ist, ja, das zeigt die aktuelle Aufgabe momentan. Genau, in welche Richtung man gehen muss. Deswegen gehen wir mal in die entgegengesetzte Richtung. Wow.